dass man wenigstens beide Ecken sieht. Also ihr seht die, wir nicht. Wir verlassen uns ganz auf das, was der andere sagt. Ja. Willst du den Krakenteil machen oder? Mir ist das vollkommen egal. Bei der Krakenteil, da musst du hinten reingehen. Ja, dann komm, dann gehe ich mal hinten rein. Weil ich verstehe Krakisch besser als du. Ich kann nur Walisch. Kannst du Walisch, alles klar. Wenn es heute irgendwas nicht passt, bitte Bescheid sagen, oder? Ja, genau. Kalle, du auch mal. Einmal bei mir bitte. Ob Sound und so okay. Müsste aber, ist glaube ich noch alles eingestellt. Jetzt geht das wieder los. Ist zu leise, ist zu laut. Was? Warte mal, ich muss mich kurz orientieren. Das war, hier war wiederholen, ne? Mit dem Ohr. Passt alles? Warte. Danke, warte. Kalle. Nee. Also da kam so ein vertikaler Strich und der macht... Ja, das brauche ich nur. Okay. Mit einem vertikalen Strich, okay, oder? Nee, das ist nicht. Wie ein Delfin mit Raucherlunge, ja, so ungefähr. Das Rasseln. Nee. Du musst das richtige Geräusch raussuchen. Okay, hab ich. Okay. Halt, das ist das Ding. Vertikaler Strich, das Ding. Grüße, sagt der. Okay, dann sagen wir Pimmel mit Kreuz drauf und das schwarze Auge. Schwarzes Auge, finde ich schneller. Gruseliges Spiel? Nein. Und Pimmel mit dem Kreuz drauf. Ja. Meint er das? Das ist das, was ich meine. Also ich habe Charlie hat... Ja, Dinger, das ist, das ist ganz müssen, klar ein Pimmel mit dem Kreuz. Wo schicke ich das nochmal ab? Achso, in der Mitte. Pimmel mit Kreuz drauf. Ja, in Oxford. Aber man sieht halt das, was man sich am meisten wünscht. Hat ihm gefallen. Hat ihm gefallen. Mit Kreuz. Okay. Ja, der hat Grüße gesagt und ich habe gesagt Hallo. Jetzt ein Schnurrbart oder Titten. Nochmal Titten. Titten, ja. Und ein waagerechter Strich. So, jetzt kommen die Geräusche. Was? Und. Sag doch mal. Warte, wir machen erstmal das erste. Ich muss mir das auch nochmal anhören. Okay. Okay, warte. Charlie verbringt einfach zu viel Zeit mit uns. Sag doch mal. Ja. Sag mal, Charlie. Okay, das ist. Ja, hab ich. Okay, war das zweite. Ah, dann hast du gesagt Titten, ne? Hört sich an wie eine Kuh mit Durchfall. Eine Kuh.
Okay, dann ist das erste, ich denke ich mal, wer? Eine Kuh mit Durchfall. Okay, eine Kuh mit Durchfall. Mal hier haben wir die Clues. Mal gucken. Warte, ich höre nochmal. Mach mal das Geräusch. Was? Eine Kuh mit Durchfall halt! Nee, das ist es nicht. Mal nochmal, Charlie. Ein bisschen lauter, ich höre nichts. Ich spuck mein Mikro hier voll. Was ist da rülpst? Nee, das auch nicht. Nee, schon mehr so mit Durchfallkonsistenz, so. Mit Bröckelchen. Mit Bröckelchen, okay. Also nicht komplett flüssig. Man merkt noch, dass da harte Anteile mit drin sind. Vom Klang her. Das klingt wie Daumen. Das klingt wie Daumen hier. Daumenausschuss. Das hier könnte sein. Die klingen alle sehr flüssig. Im Abgang. Oh nee. Nee. Gibt keinen Sinn. Das gibt keinen Sinn. Und? Wer ist? Wer ist? Nee, wer ist? Und danach kommt noch was, ne? Nach dem Durchfall kommt noch mehr. Nach dem Durchfall kommt noch mehr, warte mal. Okay. Nach dem Durchfall kommt noch mehr. Das nächste, das letzte hört sich wie so ein Geröps an, so. Gehe ich mal davon aus, es ist. Muss das ja sein? Oh, ich denke mal, dass es ist. Wer ist? Okay, wer ist? Was? Gröbse? Ja, so Gröbse. Ja, mach. Ja, warte, ich höre es mir nochmal an. Das ist ein Liedwerk. Ja, so hört sich's an. Aber so in gröbster Form. Ich kann das jetzt echt schlecht nachmachen. Trink was. Ja, dann trink was. Nochmal? Okay, das ist das. Das ist der Cowboy. Ja, der Cowboy. Und was für Sonderzeichen hast du noch? Also du hast zweimal hintereinander diesen Schnäuzer und dann einen vertikalen Balken. You. Wer ist? Wie? Ich soll das Bist heißen. Wer bist du? Wahrscheinlich, ne? Er hat ja Hallo gesagt. Dann nimm mal. Beleidigung, König, Gegner, Rache, Verletzung, Freund, Gern, Fluss, Gerechtigkeit, Grüße. Nimm mal, wie soll ich erklären, den Skispringer mit halbem Kopf und der Titten.
Okay, Titten also habe ich. Diese Autobahn hier, dieses Dreieck mit diesem halbrunden Ding da drin. Skispringer mit halbem Kopf von oben, ne? Ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja. Wie ist das Skispringer, der mal abgeschmiert ist? Da gab es auch so einen. Was sagst du ihm dann? Entdecker. Wir sind ein Entdecker. Fand er gut. Ach so, ich hätte gedacht, das fand ich so gut, weil es so geschabbelt hat. So, Raute, deine Titten. Und ein waagerechter Balken. So, und das erste ist, warte. Das ist so ein Schnauben, so ein verächtliches. So ungefähr. Ich höre nichts. Verächtliches Schnauben. So. Die Durchfallgeräusche. Nee, nicht Durchfall, diesmal nicht. Nicht anal, sondern oral eher. Ein Schnauben, ja, ich guck gerade, ob ich einen Schnauben finde. Wie ein schnaubendes Pferd, okay, ja. Und danach ein schnaubendes Nilpferd. Schnaubendes Nilpferd, ach du lieber Gott. Okay, also das war die Durchfalldinger. Schnaubendes Nilpferd. Das war der Wahlgesang. Mein Gott, der kann auch mal eine deutlichere Aussprache haben hier. Das ja. Oder das? Also das erste hört sich eher heller an im Vergleich zu den anderen. Ich habe zwei jetzt im Verdacht. Mhm. Und was waren die anderen Symbole? Schnaubendes Nilpferd. Die Symbole. Ach, die Symbole war. Warte, muss ich auch noch mal gucken. Diese Raute. Titten. Gut. Nee, die Raute reicht erstmal. Dann hab ich's. Das ist das erste Wort König. Mhm. Ich möchte behaupten, dass es das hier ist. Gut, zweite. Okay, das zweite sind die Titten, ne? Und. Warte. Ah. Was? Als ob du unter Wasser aufstößt, wie ein Nilpferd. Unter Wasser aufstoßen, wie ein Nilpferd. Ich war letztens übrigens wieder mal im Zoo. Finde die Vergleiche toll. Ja, irgendwie muss man es ja beschreiben. Das ist ja. Ist ja alles ja, auch sehr, genau. Sehr nah aneinander. Nein, dafür gibt keinen Sinn, Freund. Das kann es nicht sein. Nein, das ist es nicht. Das sind die Rasseln. Mal nochmal. Oh.
Mit so einem Blubbern noch da drin. Mit so einem Blubbern? Ja, sag ich ja, wie unter Wasser aufstoßen, so mit so ein bisschen. Aber auf jeden Fall tiefer als das erste. Jetzt, wo es schön wird, Xera, da gehst du. Ich muss erstmal wieder losgesprossen. Was ist denn hier los? Ja, ist Sonntag. Du bleibst jetzt gefälligst da sitzen und machst mit. Kannst du wie ein Nilfeuer aufstoßen, Mama? Jetzt? Ich weiß nicht, ich bin schon auf. Ich hab keine Ahnung. Nilfeuer aufstoßen, keine Ahnung. Mama das dritte. Mama das dritte. Ja, oh. Bis dank, Sarah. Danke nochmal für deine 20. Für meinen Friseurtermin. Vielen lieben Dank. Warte, ich muss jetzt Mama selber erstmal kurz versuchen. So ungefähr. Hä? Ich muss nochmal hören. Auch wie so ein Schnaufen, aber so verächtlicher. Ungefähr in der Mitte von den Tonlagen von den beiden anderen. So wie so ein, wo wir mal gerade bei Pferd waren, wie so ein Pferd, was auspustet, richtig so. Und die Zeichen? Erste war eine Raute, zweite war die Titten und dritte ist ein waagerechter Strich. Okay. Also irgendwas mit König und Verletzung. Tschüss, Xera. Ciao, dir auch noch einen schönen Abend. Von mir auch. Sorry, das muss ich wieder angefangen haben mit Video hier. Aber nächste Woche dein Outro. Ja, da musst du dann da sein. Ne? Auch ein bisschen Zeit hier. Ja, König Verletzung. Ja, was will der jetzt da hören? König ist verletzt. Nimm mal die Augen, die durchgestrichen sind, und dann die schwarze Raute. Die Augen, die durchgestrichen sind, ja. Mhm. Und die schwarze Raute. Die schwarze Raute, also das Auge, ja. Ja, das schwarze Auge, was das ist. Was sagst du ihm? Ja. Ich sag ja. Ja. Fand er gut. Fand er gut, ja. Yeah. König ist verletzt, ja. 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 Gute Antwort eigentlich, ja. Okay, dann ist nächster. Gott. Okay, warte. Das erste Geräusch ist das, was am ganz am Anfang kam, dieses mit einem vertikalen Strich. Kannst du am Anfang kommen, was war denn das? Ja, ah, ich such das gerade. Ach so. Und? Vertikaler Strich. Ja. Äh,
Vertikaler Strich. Was? 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 Okay, was? Nächstes? Dann kommt. Entschuldigung. Mach meine Gummibahn gerade auf. Meine Gummibahn auf. Das hört sich so ein bisschen an wie. Wenn du bei so Indie-Videospielen, Indie-Horror-Spielen, irgendwie sich so ein Fenster, so ein, wie so ein Papier, so weg, also... Danke, Lady. Was? Ach so. Also wenn ich bei Indie-Horror-Spielen so ein Fensterpapier, was? Also so Papier so zusammenknüllst. Jetzt am Spiel. So. Mal normal. Jetzt müssen alle rein. Ich hab kein Wort. Das nehmen wir nach Klapperschlange. Nee, Rasseln kommt tatsächlich danach. Das ist übrigens eher Schlangenrasseln, meint. Okay. Ich hätte jetzt das letzte als Schlangenrasseln. Das ist so, als ob eine Klapperschlange zweimal rasselt. Ja, also mal ruhig, ich höre das doch gar nicht. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ruhig. All die Fenster, Indie-Game-Fenster. Ich schnaufe ein Pferde. Nein. Was ein E-Game-Horror-Fenster. Ja, kann auch sein, dass das bei Windows oder so, wenn du was schließt, gibt es auch so einen Sound. Das ist so ein ganz typischer Sound. So, so als ob sich was schließt. Oder wie im Papierkorb werfen oder ja, sowas. Ja, ja, ich glaube, ich hab's. Und welches Zeichen dazu, das zweite? Warte mal, habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich glaube aber die Titten. Ja. Titten, Entdecker. Was? Entdecker. Okay, was? Was? Entdecker. So, und das letzte ist wirklich so eine Klapperschlange, so zweimal hintereinander. Zweimal eine Klapperschlange. Ich glaube, die waren bei dem Pimmel. Ja, die machen so. Die waren beim Pimmel. Ist ja entweder das oder das. Eins von den beiden ist es auf jeden Fall. Was Entdecker? Machen wir die Pimmel. Begehren. Was Entdecker begehren? Nee, oder? Doch. Mit anderen Worten, was wolltest du? Gut, ja. Was willst du? Ja? Was wollen du? Wir? Wir wollen diese Wellenlinie mit dem zwei Bällchen dran. Was Entdecker Spieldecken klingt doch auch gut. Ja, mit den Tönen hier, ja. Die Wellenlinie und dieser dicke Horizontalbalken. Ich will das mal. Ja, was sagen wir damit? Das ist egal, mach einfach. Ich möchte gerne wissen, was ich dem sag. Scheißegal, nimm. Es wird schon gut gehen. Fand er gut. Er ist fertig. Wir sind fertig. Was hast du ihm gesagt? Was hast du ihm gesagt? Ich habe gesagt Flucht. Kann es sein, dass hier ein Chatbot gar nicht hört gerade?
Arsch wieder umgestellt, die kleine Ratte. Ah, Scheiße, warum sagst du mir das nicht? Ist da eine neue Mod? Du musst was sagen. Kannst du noch mal probieren? Warte, ich probiere selber. Ich bin auch neu hier. Ja, gerade aus dem Mod geworden. Kann man so nicht wissen. So. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir Hebel hebeln, oder? Hier kommt man rein, R2. Ja, genau, Hebel hier. Scheiße, sinkt noch tiefer. Die Nautilus geht zu Boden. Bist du neu, kommst jetzt öfter so. Was hüpfst du denn so? Ich hüpf doch gar nicht, ich stehe nur hier. Du hüpfst, du bist total am Vibrieren. Okay, jetzt ja. Jetzt hüpfst du richtig. Gerade hast du da gesessen und voll vibriert. Ja, hier. Nee, jetzt springe ich. Da bin ich aber gespannt. Charlie, Charlie. Roger. Jetzt müssen wir echt mal auch mal ausprobieren. Mal ein Spiel machen und nur über die Walkie-Talkies arbeiten. Ja, wenn es funktionieren würde, haben wir doch schon mal versucht. Was bist du neugierig? Was willst du denn wissen? Ich habe hier ein bisschen andere Befehle als andere. Jeder seine eigenen. Ja. Du kannst Ausrufungszeichen Follow eingeben, meine ich bei Gerbi. Ja. Ohne Age. Jetzt gerade geknarrt. Hier ist eine Tür offen gegangen. Möchtest du oder soll ich oder? Ja, ich gehe aber mal rein. Und auf ich auf die andere Seite oder? Was andere Seite? Ja, da ist weit, ja auch, ja. Ist scheißegal. Wir müssen uns bloß merken, falls wir so noch mal zu zweit spielen. Ja, dann von geh ich dem Ding aus. Von dem Ding aus gehe ich rechts. Und du gehst wenn links. Wenn ich drauf gucke, also, oder was? Nee, du gehst da rein. Von hier. Wenn ich da drauf gucke, gehe ich nach links. Nein, du gehst dann nach rechts. Dann gehe ich nach rechts. Von hier aus, gucke hier, ich stehe jetzt hier. Ja, ja. Ich stehe hier. Ich gehe nach rechts, du gehst nach links. Oh. Alles klar. So, ich...